Das Land Bremen soll wachsen und das Land Bremen soll sich entwickeln. Und damit warten auf die neue Senatorin für Bau, Stadtentwicklung und Verkehr schwierige Aufgaben. Beispiel Bau. Bremen leidet unter Wohnungsmangel. Und insbesondere beim Ausbau von sozialem Wohnraum muss jetzt einiges geschehen. Insgesamt sollen Flächen für 10.000 Wohnungen geschaffen werden. Darauf hat sich Rot-Grün-Rot im Koalitionsvertrag verständigt. Außerdem soll endlich ein Mietspiegel eingeführt werden. Stadtentwicklung. Die kränkelnde Innenstadt soll wieder lebendiger werden. Neue Konzepte und Ideen müssen her. Unter anderem sollen mehr Wohnungen im Zentrum entstehen. Außerdem bleibt der Umbau der Domsheide ein Problem. Wie kann der wichtige Verkehrsknotenpunkt modernisiert werden? Und wie sieht es mit dem SPD-Projekt U-Bahn-Straße ohne Straßenbahn aus? Verkehr. Von der autofreien Innenstadt ist keine Rede mehr. Trotzdem, die Verkehrswende ist nicht aufzuhalten. Fahrradwege sollen ausgebaut werden. Und dann sind da ja noch die Fahrradbrücken, die seit Jahren genehmigt, aber längst nicht da sind. Besonders schwierig ist das Thema aufgesetztes Parken. Wie können die Wünsche von Anwohnern und Autofahrern in Einklang gebracht werden? Mit Bau, Stadtentwicklung und Verkehr hat sich die SPD bedeutende Aufgaben von den Grünen zurückgeholt. Nun muss sie sie lösen.